Einmal meinen Freund. Da sehe ich in einem Glaskasten eine ulkige Figur stehen. Was ist denn das für ein komisches Ding, sage ich. Sieht aus wie ein Igel, ist aber doch keiner. Ich bin Mecki der Schwienegel. Du bist aber doch gar kein Igel. Du hast ja nur am Kopf Stacheln und bist bekleidet. Ach so, du hast recht. Es gibt in der Natur schon Geschöpfe, die ähnlich ausschauen wie ich und am ganzen Körper Stacheln haben, nicht nur am Kopf. Mit demselben Recht könnte ich aber auch von dir sagen, du bist kein Mensch. Denn es gibt auch in der Natur Geschöpfe, die ähnlich ausschauen wie du und am ganzen Körper Haare haben, nicht nur am Kopf. Na, aber hör mal, das ist doch ein bisschen stark. Wo kommst du denn überhaupt her? Wieso kannst du sprechen und dich bewegen? Also das kann man doch nicht so einfach erklären, wieso ich mich bewegen und sprechen kann. Ursprünglich bin ich ein Lehmklotz, Dreck, wie sie auch waren vor der Erschaffung. Der nimmt bloß den überflüssigen Dreck weg, dann bleib ich übrig. Inzwischen macht ein anderer meine Inneneinrichtung. Alles feinste Arbeit, Messing, Kugelgelenke und so weiter. Jetzt ist auch mein Modell schon soweit. Au, das ist aber eine Rohheit, sowas. Jetzt geht's in die Schneiderei damit. Der Kopf ist fertig. Ich bin zufrieden. Also los, was ist jetzt mit meinem Körper? Was? Das soll ich sein? Jetzt ziehen die mir alte Klamotten an. Also setz mir meinen Kopf auf. Vorsicht, pass auf, der sticht. Oh, Donnerwetter. So, jetzt bin ich fertig. Sehen Sie, das ist genau wie im großen Filmatelier. Da die Kamera, die Dekoration und die Scheinwerfer. Und ich der Star. Verzeihung, das ist paradox, aber immerhin. Bitte Licht. So. Jetzt geht das aber nicht so hopp hopp wie beim Spielfilm. Bei uns geht das schön langsam, Bildchen für Bildchen. Der Meister hebt mir die Arme, aber nur ein kleines Stückchen. Dann wieder eine Aufnahme und wieder ein kleines Stückchen Arme heben. Und wieder eine Aufnahme. Wie viele Bildchen hatten Sie und Beifilm? 60.000. Das ist ja Wahnsinn. Das soll ich aushalten. Das dauert ja Monate. Und Sie haben mich noch nie im Film gesehen. Na sowas. Den Hans Albers aber schon, was? Den Bing Crosby auch, natürlich. Und mich schämen Sie sich. Hallo, Mecki. Was gibt's denn? Jetzt kannst du doch nicht einfach so weglaufen. Du hast erzählt, wie du entstanden bist und jetzt? Ich habe keine Zeit mehr, ich muss heim. Mein Sohn, der Pepperl, macht mir sonst lauter Dummheiten. Ach so, einen Sohn hast du auch? Freilich. Mit den Kindern hat man seine Sorgen, sage ich dir. Läuft mir der Kerl neulich mitten auf die Straße und spielt mit einer Kastanie. Pepperl, bist du verrückt? Gehst du augenblicklich von der Fahrbahn runter? Pepperl, kannst du nicht folgen? Hey! Pepperl! Warte, ich will dir das Folgen beibringen. Um Himmels Willen, was ist denn das für ein Geschrei? Da oben, wo sich die wahnsinnigen Menschen zu Tode rasen, da hat ein anständiger Igel nichts zu suchen. Du, Papa, warum sind denn die so wütend aufeinander? Die sind nicht wütend, mein Junge. Die sind nur unvernünftig. Und das kann einem leicht das Leben kosten. Merkt ihr das? Im Grunde sind wir doch weitaus vernünftigere Lebewesen. Da hast du freilich viele Sorgen, Mecki. Wenn du so auf deinen Pepperl aufpassen musst, dass ihm die Menschen nichts zu Leide tun. Ich habe ja eine Tochter auch noch. Was du nicht sagst. Ja, die Susi. Aber das mit den Sorgen ist nicht so schlimm. Man hat auch viel Freude. Zu Weihnachten zum Beispiel, wenn draußen der Schnee in dicken Flocken vom Himmel fällt.
Schaut mal, was euch der Weihnachtsigel alles Schönes gebracht hat. Komm, Susi, die Puppe gehört dir. Schau mal. Genau so wie wir hier in unserer kleinen Hütte feiern auch alle Menschenkinder der großen, weiten Welt das schöne Weihnachtsfest. In Europa. In den fernen, heißen Tropen. In den großen, mächtigen Städten der ganzen Welt. In der einsamen Hütte auf den hohen Bergen. Draußen auf dem weiten, unendlichen Meer. Überall feiern sie das Fest des Friedens und der Freude, genau wie bei uns. Dann bist du also ein recht glücklicher Familienvater, Mecki. Na, wie man's nimmt. Kürzlich war der Pepperl mal recht krank. Ich sitze da beim Bündeln von Reisig, das ich gesammelt hatte. Pepperl, komm her, halt mir mal da den Finger drauf. Du Schweinige, kannst du nicht das Taschentuch verhalten? Das auch noch. Willst du die ganze Luft mit deinen Bazillen verpesten? Komm her! Du, Mutter, ich glaub, der Kerl hat Fieber. Steck ihn gleich ins Bett und gib ihm Fliedertee und Aspirin, dass er schwitzt wie ein Pferd. Du, Papa, die Menschen niesen ja auch so einfach vor sich hin. Ja, die Menschen. Sie sind ja auch selbst viel schuld dran. Überall gibt's jetzt Grippeepidemien, aber keiner will sich vorsehen. Die sind eben leichtsinnig, die Menschen. Er hat sich dann aber schnell erholt, der Pepperl. Und Ostern hat er schon wieder fest mitgeholfen. Meister Lampe kam nämlich zu mir. Ich bin längst wieder mit ihm befreundet, trotz der Geschichte damals in Buxtehude mit dem Wettlauf. Aber die Geschichte kennst du ja wohl schon. Also, Meister Langohr kam zu mir. Recht guten Morgen, Mecki. Ah, Herr Lampe, womit kann ich dienen? Sei doch so gut, Mecki, und helfe mir. Ostern steht vor der Türe, die Aufträge mehren sich. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ja, selbstverständlich, mein Lieber. Mami, Pepperl, Susi, kommt schnell, wir wollen dem Osterhasen helfen. Und dann ging's los. Meister Lampe, du bist ja ein hilfsbereiter und fleißiger Bursche, Mecki. Danke für das Kompliment.
Ich lasse das Vergnügen schon auch nicht zu kurz kommen. Warst du schon einmal auf dem Oktoberfest in München? Also ich sage dir, ein toller Rummel. Ich habe mich in einen Maskrug geflüchtet. Auch die Wiesen anschauen, was? Ich trau mich nicht, schau doch, die trampeln mich ja tot. Dann flieg halt, Mecki, he? Da? Sehen Sie, du bist eine Perle. Ich danke dir. Ich könnte mich heute noch zu Tod lachen, wenn ich dran denke. Du, Papi, du sollst gleich heimkommen, sonst werden die gebackenen Schnecken kalt, hat die Mami gesagt. Ich komm schon, Peppel. Also, es hat mich sehr gefreut. Das nächste Mal setzen wir uns gemütlich in die goldene Weintraube. Da erzähle ich dir eine schöne Geschichte. Ich weiß viele schöne Geschichten. Also, bis dahin, auf Wiedersehen.